Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe vor Radan. Ich habe mir aber was überlegt. Ich werde jetzt da nicht noch mal reinlaufen. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Schaden machen. Und deswegen gehe ich noch mal in die Mine, in der ich Stufe 3 Steinchen gefunden hatte. Ich glaube, ich brauche 2 Stück. Und ich werde ja wohl geschwind hier 2 Stufe 3 Schmiedesteine finden, oder? Das muss doch hier drin sein. Der Loot respawnt. Waren hier Schmiedesteine? Nee. Nicht wieder da runterfallen. Schmiedesteine. Miedesteine? Hallo? Habt ihr welche? Miedestein? Da hinten? Ich habe ja eh keine Runen zu verlieren. Oh, hier ist noch ein Loot. Miedestein 3. Perfekt. Einer. Schmiedestein 3. Nice. Ja, guck an. So schnell kann's gehen. Das müsste reichen. Ey, nicht brutzeln. Easy, ja. Hey, du hast auch noch einen. Na, ein Zweier. Okay. Darf ich reisen? Nee. Nope. Da ist der Ausgang. Das mit dem Schnellzugriff habe ich immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, ne? Hm, 3800 könnte eng werden, glaube ich. Ah, ne, easy. Plus 10. Plus 11. Ah, jetzt fehlen mir noch 5 Stück Level 4. Nee, das passt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel stärker sie geworden ist. Aber ein bisschen. Auf jeden Fall ein bisschen stärker. Let's go, lieber Radan. Okay. Wir haben hier halt wieder einen Gegner. Wir haben wieder einen Gegner, der AOE Magiezeug macht. Oh, ja, aber gut. Before we begin, allow. But now. Dass ich jedes Mal mit dem reden muss. Gut. Auf jeden Fall gut hochgelevelt. Die Waffe. Erstmal verkackt. Mann, was habe ich denn jetzt für einen Frosch im Hals, ey?
Das macht schon echt einen dicken Unterschied hier. Oh, okay. Da habe ich verkackt. Ich hätte ausweichen sollen. Ich dachte, ich kann einen Angriff machen. Da habe ich Phase 2 quasi gerade komplett übersprungen. Hätte ich komplett übersprungen, wenn der letzte durchgegangen wäre. Also das Aufleveln der Waffe hat in dem Fall echt was gebracht. Ach, schon wieder verkackt. Das ist ärgerlich, dass der jetzt kam. Das ist gut, dass der nicht kam. So, kommen Sie. Oh shit. Ach Mist. Aber ich sehe gut, ich sehe Chancen hier. Na, Quatsch. Können wir auch laufen. Weil ich ja hier sowieso mein Pferd wieder absetzen muss und dann drüben wieder aufsetzen und... So, diesmal bitte nicht treffen. Oh, aua. Ach, shit. Heute noch besiegen. Ach, gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Wäre schon nice.
Na, endlich ein Treffer. Oh, oh. Wie viel Schaden das macht. Ah, da muss ich eigentlich saufen, ey. Auch wenn ich so wenig verloren habe. Ah, das ist ärgerlich, dass ich da dann schon saufen muss. Aber Moment mal. Fällt gerade was ein. Was habe ich denn hier? Erhöht maximale kritische Treffer regenerieren, LP? Hm, weiß ich nicht. Blitzresistenz brauche ich in dem Fall hier nicht. Erhöht die Lebenskraft. Sind das Lebenspunkte? Nee. Was ist denn erhöht? Achso, das war gegen Fluch. Erhöht die Robustheit, Immunität und den Fokus. Erhöht den Fokus. Fokus ist natürlich gut. Was haben wir noch? Stärkt. Erhöht das Geschick. Alle Attribute. Angriffsketten. Aufgeladene Angriffe. Ausdauerverringende Angriffe gegen Blocker. Verbessert Angriffe zu Pferde. Sprungangriffe. Ist ein aufgeladener Angriff auch der Angriff mit dem, wenn er das lila Zeug macht? Was meinst du jetzt? Immunität oder was? Robustheit? Nee. Lebenskraft. Fokus ist Resistenz gegen Schlaf und Wahnsinn. Ach so, aber ich dachte, Fokus wären meine Fokuspunkte. Okay, dann ist das natürlich Quatsch. Ist ein aufgeladener Angriff. Ist das, was ich hier mache? Ist das diese Duellfähigkeit? Ist das ein aufgeladener Angriff? Nee, ne? Okay. Ja, dann... Boah. RT halten. Okay, ja. Immunität ist auch nicht Magie, ne? Resistenz gegen Magieschaden. Das hier ist dann der Way to go in dem Fall. Das Sinnvollste. Ja. Okay. Gift und Scharlachfäule, okay. Nee, dann passt das. Dann ist der gut. Zauberdrachen-Talisman. Gegen physischen Schaden. Ja, das wäre natürlich nett, aber... Ah, nice. Wie kein Treffer. Oh. Hä? Lol. Schon wieder kein Treffer? Hä? Schon wieder kein Treffer? Was ist denn hier los? Finally.
Nicht weglaufen. Ach, das ist so mies. Schon viel zu viel saufen müssen. Und keine Treffer gelandet. Alter! Komm, steh auf! Ach ja, die scheiß Brutzelei wieder. Einfach am Anfang keine Treffer landen. Drei Schläge oder vier, die ins Leere gingen, ey. Ärgerlich. Oh Mann. Oh. Puh. Aber heute ist auch wirklich ein Boss nach dem anderen irgendwie, ne? Ich glaube, ich bin insgesamt vielleicht, weiß ich nicht, 1,5 Stunden maximal. Maximal. Nur durch die Gegend gelatscht und habe irgendwas anderes gemacht. Von 6 Stunden 16, die ich jetzt am Streamen bin. Diesmal nicht vom ersten treffen lassen. Oh, das war jetzt wieder. Ah, das war wieder ärgerlich. Aber ich war jetzt so schnell vorne, dass ich total verwirrt war, was jetzt passiert. Der braucht ja ewig, um sein Schwert rauszuholen.
Da hätte ich ja locker einen Treffer setzen können. Die Tastenkombination, die mag ich hier auch nicht zum aufs Pferd steigen, die ist komisch. Na, schade, dass er den macht jetzt. Ah, das habe ich jetzt. Das habe ich nur halb gecheckt, was hier passiert. Junge, Junge. Ach Mann. Ach, wieder keinen einzigen Treffer. Was ist denn jetzt los? Und ich habe mich so gefreut, dass mein Schwert jetzt so mächtig ist. Nachdem ich das um 3 Stufen gelevelt habe, ne? Ich glaube, 3 waren es. Ein bisschen spät aufgesessen. Die Nichts-geht-Phase, ja. Ey, come on. Oh Mann, ey. Ah. Ich hätte vielleicht doch in der Pause ganz kurz ein paar andere Dinge tun sollen. Eieieiei. Komm schon. Einfach den Kopf freikriegen, kurz von Bosskämpfen oder so. Mal wieder eine Runde jonglieren oder auf die Brust klopfen oder so ein Quatsch. Würde das Spiel oder das Universum wissen, dass ich meine Waffe gelevelt habe, ja.
Nee, Mist. Nicht schleichen. Ach, hat gerade noch gereicht. Nice. Ah, jetzt komm. Ah, okay, haut ab. Kurze Zeit. Das ist so geil. Komm zurück! Nicht weglaufen! Schlecht. Ah, Fluch. Dieser Schaden. Okay, okay. Nein, 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 nein. Nein, shit. Mist. Saufen. Oh oh. Ah. Oh, Lucky. Oh, saufen. Mist. Nun, nein! Nein! Ein Treffer hätte gefehlt. Nein. Oh. Ah. Autsch. Oh. Oh, meine Hände schwitzen. Ah, oh, das. Oh! Au! Ah, okay, das ist ein ganz langer. Der kommt viel, viel später. Oh, ich hab nichts gesehen. Mist. Na. Ah. Nur einen Hit gesetzt. Und direkt saufen müssen und so. Oh, wie ärgerlich, ey. Oh. Oh, so knapp. Oh Gott. Ah, jetzt bin ich zu spät mit dem Pferd dran. Shit. Ja, das wird jetzt wild. Okay. Dann. Dann direkt. Komm. Ah. Bleib fern von mir.
Ach. Ach, ich versuche jedes Mal das Pferd zu rufen hier, aber das geht gar nicht. Ja, hier geht's. 5 Meter weiter vorne. So, jetzt sofort Pferd rufen. Ah. Jetzt fängt er jetzt schon damit an, das ist doof. Ah, lass mich doch hin! Ach, verdammt! Ach. An was hing ich denn jetzt schon wieder fest, ey? Das ist das Nervigste. Das ist so das Nervigste, an irgendwelchen Sachen festzuhängen. Nee, stimmt nicht. AOE, Magie, Brutzelblödsinn ist genauso grausam. Ist auf derselben Ebene. Ein Treffer. Okay. Das war schmerzhaft. So, jetzt aber. Mist. Ach. Ich dachte, er macht eine andere Attacke. Ach. Nee. Ach, komm, was soll denn das jetzt wieder? Komm, jetzt lass mich bitte. Nee, ach, verfluchte. Ach. Hallo, Kamera. Kamera! Da ist der Bossmann. Auf was will ich wohl anvisieren? Will ich hinter mich oder den Boss, der 3 Meter neben mir steht? Ha! Von Dark Souls 1 bis Elden Ring, die Kamera sackt. Die Anvisieren, das Anvisieren sackt.
Ah, ich hab gewusst, dass er kommt. Ah, oh, shit, so viel Damage. Ha. Na. Nein. Nee, ach, beim Rausziehen macht er auch nochmal Schaden. Ah, hätte ich mir auch denken können. Ich glaube, die Situation hatte ich bisher noch nicht. Ah. Dass ich da oberhalb seiner Klingen stehe. Aber klar, wenn er sie rauszieht, dann machen die Damage. Ja. Scheiße. Ah, war zu weit weg. Ich dachte, ich stünde ein bisschen näher dran. Oh, das war so knapp vorhin. Ah, ist das ärgerlich. Ach komm, ey, ja, ist ja gut. Willst du mir nicht noch eine mitgeben?
Hau nicht immer ab! Wichtig, dass der getroffen hat. Ah ja. Nicht nochmal den Schmutzwirbler. Komm her jetzt. Oh nee. Ach fuck, Alter, wie viel Schaden machen die Dinger denn? Ah. Der erste Fall, der ist manchmal aber auch knapp, ey. Aua, der Hit war super unnötig. Mist. Dass er genau den macht, den ich da in dem Moment nicht brauchen kann, ne? Ah, okay. Ah, diesmal kommt er von woanders, hä? Nein. Ah, shit. Ah, fuck. No, no, no.
Sehr gut. Shit. Kleine Brutzler? Nein. Fertig gebrutzelt jetzt. Fertig gebrutzelt. Fertig mit AOE-Blödsinn. Es reicht. Nein! Schon wieder! Ah. Diesmal war mein... Oh. Oh. Schon wieder so knapp. Da war sogar mein Damage fast durchgegangen. Oh, ist das ärgerlich. Zweimal schon so knapp jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ei. Na, ich stehe zu weit hinter ihm. Brauche ich gar nicht nach vorne rennen. Mache ich lieber zwei hiervon. Nee. Ah, fuck. Super ärgerlich. Das wäre wichtig gewesen. Scheiße. Nicht gut. Oh.
Fuck. Fuck. Oh. Puh. Ja, ja. Das war's. Oh. Und bitte hab jetzt keine zweite Phase. Ja. Oh. Geil. Oh. Nice. Oh. Und sogar heute noch geschafft. Ja, stimmt. Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Okay. Hey, Blade. Ich hab's ohne dich geschafft. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn. And you. And did you see that afterwards? Falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokra. Irani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more. For Mistress Rani. Yo. Ach, die Rani. Die war auch irgendwie ein bisschen sympathischer als die Tafelrunde. Oh. Wieso kann ich jetzt einmal hier rasten und einmal zurück? Ich will zum Eingang. Wait, what? Ich dachte, ich kann noch mit der Feierei reden. Wo führt mich das hin? Ah, hierher. Hey, na? Wo ist der gute Jefferson? Irgendwie so hieß er, glaube ich. Da sitzt du wieder. Na? Was denkst du, kleiner Hundi? Champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely pleased. Festering with rot and crippled by madness, all he wanted was an honorable death. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business, you could say. You wouldn't understand. Würde ich nicht? If the fates deign it. Brave champion. Würde ich nicht verstehen? It's time I went on my way. May we meet again if the fates deign it. Brave champion. It's time I went on my way. Okay. Puh, nice, Leute. 70.000 Seelen. Runen. Oh mein Gott.
Aber ein bisschen mehr Stärke will ich schon noch haben. Bam, alles da rein. Let's go. So, eine rote Markierung wurde auf der Karte hinzugefügt. Krater des gefallenen Sterns. Ja. 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 Ach, Sepp. Ja, komme ich in den Turm einfach so rein? Ist das dieses Mal ohne Rätselzeug? Die andere ist ja immer noch nicht aktiviert. Das ist ein ganz wunderbarer Turm. Oh Gott. Ja, hätte ich schon dran gedacht. Früher oder später. Wait, what? Ciao. Nee, komm, ich will den Krater anschauen. Das wird hier, das ist so ein... Das wird eine Kletterpartie. Da geht's ums Klettern. Ich will mir jetzt diesen Krater anschauen. Das sieht... okay. Okay, da hinten geht's runter. Das ist schon auch geil, dass sich die Map hier an der Stelle jetzt verändert. So viel zu dem Preis des Verrats. Also dann, auf nach Nokron. Geht nur, ich hole euch schon ein. Klärt mich nochmal in ein, zwei Sätzen kurz auf, warum ich nach Nokron will, weil Rani da unten irgendwie eine Krone kriegt oder so? Nee. Warum? Was geht in Nokron? Ich soll was holen für Rani. So, okay. Doch, mit Rani, genau, mit Rani hatte es zu tun. Da drüben ist der Abgang, okay. Hat sie gesagt, was? Dir fällt's nicht ein, okay.
Googeln ist langweilig. Alles gut. Nee, musst jetzt auch nicht googeln. Eine Rune. Oh, nicht runterfallen. Schlaffett. Ah, klingt spannend. Bedeutet aber auch, dass ich Gegnern gegenüberstehen werde, die mich einschläfern. Was ich jetzt nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Die ewige Stadt. Über Hausdächer. Was bist du? Ein Blob. Ey, nicht schießen. Bohrbolzen. Kann ich nicht einfach eine Gnade hier unten haben? Oh, hi. Runenbogen, cool. Hätte ich ja auch mal einen benutzen können in dem Kampf, ne? Mühlestein 5. Cool. Ich brauche aber erstmal ein paar Vierer. Umfingermedizin. Easy. Silbertränenhülle. Okay. Rune 6. Ja, möglich. Geräuchertes weißes Fleisch der Klarheit. Oh, ist das Schlaf? Ah, guck mal, eine Gnade. Was ich hier jetzt für einen Statuseffekt habe, ist das Einschläferei? Nee, das ist Eis, ne? Das war Eis. Was geht denn hier? Ich kann mich... Frost, ja. Bin mir gar nicht so sicher, was hier los ist. Und was ich hier tun soll. Aber ich loote, was das Zeug hält. Klangperle des Geister-Talilienpflückers. Okay. Alles klar. Warum leuchtet dein Schl... deine Sch... Ah, das ist eine Fackel. Okay. Verstehe. Ey! Aua! Vielleicht sollte ich mich
ein bisschen gegen Frost wappnen hier an dieser Stelle. Da geht's runter. Mal kurz gucken, was hier noch so ist. Schmiedestein 5. Ja, wie gesagt. Eigentlich brauche ich noch 4er. Wirft der da Frostbeulen nach mir, oder was? Larventräne. Ich weiß immer noch nicht. Ich glaube immer noch nicht rausgefunden, was die waren. War das irgendein PvP-Zeug? Aber da steht dran, dass es ein Schlüssel ist. Warum darf ich hier respawnen? Ah, okay. Ah, stimmt, genau. Renala kann mich damit... Ah, das Thema hatten wir letztes Mal. Ich verstehe gar nicht, warum man das... Ah, damit kann ich, glaube ich, auch neu leveln, ne? Ja, okay. Ah, wait. Hier unten war ich ja schon. Ja, witzig. Okay, krass. Jetzt weiß ich, wie man hier hinkommt. Ich dachte schon, hier oben gibt es ja noch Sachen. Attribute neu verteilen, ja. So, hi. Hallo? Lol, das bin ja ich. Das ist ja witzig. Könnt ihr bitte abhauen? Nee. Nicht anzünden. Huch. Na, du darfst dich einmal heilen. What? Okay, aua. Wie süß er den Zauberstab nutzt, ja, ja. Ich benutze den nur, um meine Waffe Magie zu verstärken, ab und zu mal. Aber pass auf, wir machen das jetzt so. Geh jetzt da mit Schild rein. Hey, was? Wo kommt ihr denn her? Ihr wart doch vorhin noch nicht da, oder? Also natürlich hat er jetzt auch den Schild. Aber...
Ah, da habe ich echt noch kein Timing für die Waffe, ne? Ein Sprungangriff. Gibt's ja gar nicht. Also auf den komme ich klar, auf den Angriff. Ah. What? Wie bitte? Der hat mehr Leben als ich, das ist unfair. Er hat mehr Leben als ich. Super unfair. Er darf nur einmal heilen. Stimmt. Na bitte, geht doch. Schon wieder so eine Larventräne. Was soll ich mit dem ganzen Blödsinn? Silbertränenmaske. Okay. Der Fight war cool, ja. Fand ich auch. GG, ja. Danke. Okay, also hier geht's weiter. Das heißt, ich werde jetzt aber doch... Ich habe jetzt hier noch eine Gnade gefunden. Das ist cool. Das passt. Aber dann möchte ich jetzt doch die Rune aktivieren. Ich will ja wissen, was das kann, das Ding. Und schauen wir diesen Turm an. Gehen wir ein bisschen klettern. 24.000 Runen, ich glaube, das dürfte ein Level-Up sein. Lukas ist auch noch am Start. So, wie läuft das jetzt hier? Ich glaube, ich war schon so halbwegs auf dem richtigen Weg. Da ist eine Leiter. Muss man nach oben klettern? Da ist eine Leiter. Wait, an der bin ich einfach vorbeigelaufen. Okay, das ist witzig. Das finde ich witzig. Hoho, jetzt wäre ich fast runtergesprungen, ey. Dankeschön, Lukas. Freut mich. So. Also, es ist ein Kletterparcours, dieser Turm. Gut. Warum auch immer ich da nach unten sollte, zu dem mit der Fackel. Verstehe ich nicht. Den Radarfight leider verpasst.
Ey, oh Leute, schade. Schade, schade. Das könnt ihr aber zum Glück auf YouTube auch nachholen. Radahn besiegt. Ohne Summons, ohne nix. Hat er verpasst. Ah, hier geht's nicht... Ah, verstehe. Das ist nicht um so, sondern... Ich dachte, ich gehe nicht... Da geht man nicht runter, sondern nach oben. Richtiger Pro-Gamer. Ja. War schon geil, ey. War schon... Hat mich ein bisschen... Ab und zu mal hat er mich ein bisschen geärgert, aber insgesamt... War es ein Kampf, der absolut in Ordnung geht. Ich denke mal, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß es nicht. Gut, nope. No. Fail. Vielleicht hier? Oh nein! Okay. Hi, wir machen hier weiter. Lol. Oh Mann. Ah, ist das doof. Oh. Wo bin ich jetzt? Wait. Ah doch. Genau so. Ah, okay. Fallschaden in Elden Ring echt zu fair. Manchmal. Ich find's seltsam einzuschätzen. Ich kann's tatsächlich nicht einschätzen, wie der Fallschaden hier manchmal passiert oder auch nicht passiert. Also da hinten war der Boy. Das finde ich. Das ist schon witzig jetzt hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Das finde ich wirklich witzig. Ja, doch, ich denke mal, es könnte hier weitergehen. Ja, stimmt. Also in den anderen Dark Souls-Teilen wäre man auf jeden Fall schon bei anderen Höhen gestorben. Aber ich meine, das ist ja auch alles viel, viel höher. Also... Aber ganz ehrlich, dieses Rennen und Springen, ne? Das ist wirklich der reinste Horror. Ich freue mich auf meinen neuen, auf den anderen Controller, dass ich die Taste umlegen kann. Also beziehungsweise mit einem anderen Finger bedienen kann. Ah, guck mal. Nice. Was ist das für eine Leiter? Was ist jetzt passiert? Hey, eine Gnade. Level 1.
oder Livili. Wollte einen Link posten. Okay. Bin gerade erstaunt, weil Sepp hat einfach Links gepostet. Sind die vielleicht für Abonnenten oder Follower offen, die Links? Kann gut sein. Weiß ich gar nicht, was ich da eingestellt habe, ne? Ja, guck mal an. Let's go! Na, immerhin musste ich hier nicht irgendwelche Rätsel lösen und Gegenstände finden und nur ein kleines vertikales Labyrinth. Ein ganz kleines. Der erste Turm, den ich gemacht habe, der ist schon so lange her, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was genau da passiert war. Große Rune wiederhergestellt. Nein, falsch Tasten. Da. Erhöht maximale Lebenspunkte, Fokuspunkte und Ausdauer. Ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt. Erhöht alle Attribute. Von der Gnade aus gab es einen anderen Weg. Ja, das stimmt. Im Turm ist ein Boss? The fuck? Hier lang. Das in Chatform zu schreiben? Ja, wierig. Okay, den hätte ich ziemlich sicher. Ey, ich hab dich gesehen. Aua. Wartet mal, Jungs. Machen wir das mal anders. Kann einer nach dem anderen. So, du zuerst. Jetzt der andere. Komm. Ja, okay. Ach. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Aha. Alter, ich hasse diese Lanzenträger, ne? Sie sind der absolute Hassgegner. Ah, warum? Ja, er wirft auch noch mit Dingern auf mich. Na bitte, geht doch. Was? Wait, what?
Okay. Alles klar. Okay, nichts passiert. Ich muss jetzt nicht auf diese Feuerschale drauf, oder? Nee. Links. Das macht's aber auch nicht besser. Das ist ja auch so ein schmaler Vorsprung. Ja, ich finde auch, ich muss sagen, die Feuerschale sieht einfacher aus als das hier. Ja, aber sowas von, die Feuerschale ist gut. Du hast es immer anders gemacht. Okay. Warum ist hier ein Käfig? Das ist ein Aufzug. Eine Abkürzung. Kollege Schildträger, können wir... Kannst du kommen? Ja, das finde ich gut. Komm mal weiter. Nee, hier gibt's keinen Durchgang. Ich wollte ihn weglocken und außen rumlaufen. Ah, schade. Jetzt steht er da. Nee. Oh. Nee, oh. Ah, Mist. Na gut. Aber jetzt brauche ich ja nicht gegen die oben da kämpfen. Der Dude ist aber auch ein Troll, aber sowas von. Das ist die reinste Trollnummer da an der Stelle. 100%. Es ist nicht nur irgendein Ritter. Nee, es ist einer. Es ist einfach einer mit Schild und Lanze. Ja, perfekt. Ups. Keinen Schaden gekriegt dadurch. Okay. Hey, what the? Was? Wie? Wo? Warum? Was? Was war denn jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber es war seltsam. Das war geil. Ich fand das jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt.
Jetzt kann ich nicht mehr abhauen. Tschüss. Aber so war... Ja, ich dachte eigentlich, ich komme da hinten zur Tür. Aber ist die Tür, die da, weil da oben ist ja eine Tür, aber ist die Tür hier oben? Ich will die Tür erst aufmachen von der anderen Seite. Steht er da? Bleibt stehen, glotzt mich an, nicht drehen, sieht mich umdrehen so. Okay, nichts gesehen. Ah, sehr gut. Dankeschön für den Hinweis, dass da die Tür ist. Ich dachte, die Leiter führt mich Richtung Boss oder so, aber in dem Fall. Hi. Das ist seltsam. Das war seltsam. Ein seltsames Angriffspattern, dieses Wert. Das war mir neu. Ja, Jungs, alles gut. Haut euch gegenseitig. Da bin ich mit einverstanden. Tschüss. What the fuck? Oh, hi. Ein Arbeitsunfall, ja. Ja, was machen wir beide jetzt? Ungefähr das. Nee. Oh, oh. Okay. Passt. Runenbogen. So, das war jetzt aber noch kein Boss. Muss ich jetzt hier... Nee, da war ich doch schon. Die Boss kommt noch. Schon da weiter runter. Okay, ja, das sah nämlich ein bisschen so aus hier an der Stelle. Da wäre ich ja nie... Also, ich glaube, ohne euren Hinweis, dass es da einen gibt, wäre ich wohl nicht... Ich hätte vielleicht mal geguckt. Man kriegt hier keinen Schaden. Wow. Ich hätte vielleicht mal geguckt, so, ne?
Ah, da ist eine Gnade, nice. Ungefähr ein bisschen in die Richtung, aber ganz ehrlich, finde ich gerade ganz nett, dass wir den jetzt noch mitnehmen, wenn ich eh schon hier bin. Das ist Backseat Gaming, das ist absolut in Ordnung gerade. Auf keinen Fall zu viel. So. Hallöchen, Apostel der Götterskalpe. Okay. Alter. Nicht so geil. What? Holy Guacamole. Ich mach sehr wenig Schaden. Und er macht verdammt viel Schaden. Wow. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ehrlich gesagt. Ich könnte versuchen, den zu parieren, ne? Seltsame Waffe. Ultra seltsame Waffe. Okay. Wisst ihr was? An dem habe ich Lust, was auszuprobieren. Wie schwer bin ich jetzt? Große Last. Muss mich ein bisschen leichter machen. Ah, diese Roben sind halt alle immer gut gegen Magiezeug, ne? Ich will zumindest auf eine mittlere Last kommen. Uff. Da, okay. Nun gut. Tausend
190. Goldene Rune 12. Holy shit. Habe ich jetzt schon dicke, da habe ich jetzt schon echt dicke Runen bekommen. Noch mehr Runen, okay. Ja, beidhändig kann ich es benutzen. Muss es halt beidhändig nehmen, dann kann ich es nutzen. Ah, wieder nicht genug Runen, okay. Ich drück das jetzt voll durch, ne? Back already. No matter. So. Großschwert der Verpflanzung. Der nächste wäre natürlich ganz geil, weil da kriege ich nämlich die Attributskalierung von Stärke C auf B. Aber da fehlt mir ein Dunkelschmiedestein 6. In dem Fall kommen wir erstmal hiermit so klar. Und zup. Keller. Nein. Ja, ist ja gut. Aber ich teste erstmal kurz an dem Kollegen hier. Ah, geil. Ah, das war cool. Hoppla. Oh, okay, wait, what? Ich dachte, das Schwert hat... Ah, das hat, glaube ich, gar keinen... Das steigert alle Widerstandsstände. Okay, das ist natürlich auch gut zu wissen. Ich war gerade etwas irritiert. Moment. Ich sollte vielleicht lesen. Racheschwur. Ihr schwört dem Großschwert seinen Clan zu rächen, erhöht kurz sämtliche Attribute. Solange der Schwur aktiv ist, stärkt er auch das Gleichgewicht. Ganz cool eigentlich. Das schlägt aber auch echt langsam zu. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Der Schaden. Ich hatte gehofft, das macht einen größeren Stagger-Damage. Ah, guck mal.
Sowas in der Richtung hatte ich mir erhofft, aber schneller. Oh. Ah, weiß ich nicht. Noch nicht. Wir sehen uns wieder, riesiges Game of Thrones Schwert. Wir sehen uns wieder. Steingräberzauberei. Kein. Und das ist einfach nur, das ist glaube ich dann egal, dann kann ich auch den rein tun, ja. In dem Fall kann ich auch, da das doch so lange braucht, kann ich auch die Duellfähigkeit dieses Schwertes benutzen. Sind gerade so nicht reich zum. Nee. Ich wollte meine Runen sammeln. Lass mich bitte. Alter. Nee. Nee. Nö. Nein. Nö. Mm-mm. Ich guck mich da unten noch ein bisschen um. Da finde ich's schön. Hallo. Ich komme. Dunkelschmiedestein 5. War das der, der mir gefehlt hat? Weiß ich gerade gar nicht. Markierung setzen für später. Du hast absolut recht. Hier muss noch ein Tötenköpfchen hin. Nee, 6 brauchte ich schon. Ah, danke für den Hinweis, Sebastian. Jetzt haben wir 2 Sepps hier. Was machen wir da? Bleibe ich doch bei Miku. Oder. Ja, Miku war ja. Hieß ja, war ja Klinge, ne? Irgendwie. Hey! Hallo! Da unten steht der Kollege, der mir auch schon ordentlich mitgegeben hat. Da oben gibt es auch noch ein bisschen was. Das da vorne sieht auch irgendwie cool aus. Skast. Alles klar. Wait. Wait, what? Lol, ist das? Oben drüber? Ja, tatsächlich. Das ist ja witzig. Hatsune Miku und nicht ich. Weiter. Ich habe keine Ahnung, von was du redest.
Schichten. Ja, das. Ich hätte es vielleicht Stockwerke genannt, aber Schichten trifft's ganz gut. Ja, das ist halt das Erste, was ich sehe, aber wenn ich in den Chat gucke und den Namen lese, steht da halt Miku. Fürst des Blutes, Eure Eminenz. Ich flehe euch an, gewährt mir einen Sitz am Tisch der Dynastie. Lang lebe die Mogwin-Dynastie. Okay. Ich möchte auch darauf. So, jetzt ist hier nochmal so ein Flammendings. Klar, zünd ich dich an. Weiß zwar nicht wofür, warum, weshalb, aber let's go. Da oben ist noch eins. Oh, hi, grüßt euch. Wart ihr kurz abgelenkt? Habt ihr nicht auf euer Feuerchen aufgepasst? Ich hab's angezündet. Sorry. Aha. Aha. Hier ist nochmal so ein Ahnengeist. Ah, der sieht auch noch genau gleich aus wie der andere. Das heißt, ich werde wieder gegen den riesigen Hirsch kämpfen müssen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Finde ich doof. Hier ist nochmal einer. Fuck. Die singt. Ich dachte, hier ist so ein Fledermaus-Ding wieder, nachdem ich den Gesang gehört habe. Der hat ein paar neue Tricks drauf. Oh nee. Der eine ging mir ja schon auf den Sack. Was ist das hier eigentlich? Seid ihr Gegner? Nee, ihr scheint freundlich zu sein. Brauche ich euch ja nicht verprügeln. Das ist mir ein bisschen unsicher hier mit dem Pferd obendrauf. Gesprenkelte Halskette plus 1. Was bist du? Bist du das, was ich denke, was du bist? Ja, okay. Du bist genau das, was ich denke, was du bist. Solche zählen aber nicht als Boss, ne? Oder? Das war jetzt kein Boss. Keine Leiste, kein Boss, ja. Naja, okay. Easy. So. Wie viele sind es diesmal denn überhaupt? Sind es wieder 8? Nee, diesmal sind es 6. Und ich habe 3 gefunden. Da unten steht noch eins. Nummer 4. Könnt ihr mal nicht auf mich anstürmen? Das wäre euch verbunden.
Komme ich jetzt wieder hoch, wenn ich hier unten anfange, Loot zu sammeln? Der hat doch was da unten. Komme ich dann wieder hoch? Nee, ne? Da müsste ich über die Gnade reisen. Vermutlich. Aber vielleicht sind da unten auch noch irgendwo so Fackeldinger. Könnte ja sein. Aber sieht erst im ersten Moment nicht so aus. Okay, also wenn das irgendwie auch ein bisschen die Position, also die, ihr versteht, was ich meine, die Position an der Treppe, wenn die auch irgendwie ein bisschen die Position des Pylonen beschreibt, den ich anzünden muss, dann müsste einer irgendwo hier rechts sein, also hier jetzt geradeaus, wo ich hingucke. Weiß ich nicht. Ich guck mal noch ein bisschen in die andere Richtung hier rauf, da wo der Fuchs war. Da oben sieht's auch so aus, als könnte da was gehen. Aber keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Dunkelschmiedestein 5. Ein See. Oh mein Gott, wie geil sieht das hier aus, bitte. Stark. Einfach mal so random stolpert man dann hier über so einen Wahnsinn. Ah, da ist noch einer. Ja, Füchschen, kannst du kurz warten? Bestienblut. Aber das war jetzt die 5, ne? Dann fehlt noch einer. Da. Nummer 6. Und hier geht doch bestimmt auch noch irgendwas. Bleiben Sie hier, ich möchte Sie verprügeln. Kriegsasche, verzauberter Schuss. Spannend. Was macht ihr hier eigentlich? Wer seid ihr und was macht ihr? Irgendwo sammelt sich Kraft in den gehörnten Überresten. Ey, nicht. Nee, ich habe ich gesagt. Goldene Rune 12. Kommt man da? Da muss ich klettern. Da muss man klettern, um darüber zu kommen. Na, dann klettern wir mal. Das ist schon auch cool, ey. Dass es hier so Passagen gibt, wo man einfach einen anderen Weg finden muss. Ja, sorry, gute Dame. Aber sie sahen etwas gefährlich aus. Normalerweise steche ich nicht sofort zu. Ich rede auch mit mehr Leuten, aber... Entschuldigung. Kopf eines jungen Ahnengeists. Was man hier immer wieder findet. Was mache ich denn jetzt damit? Warum? Kopf eines jungen Ahnengeists.
Wofür? Was? Was bist du? Bist du... eine Waffe? Nee. Fernkampf auch nicht. Bögen auch nicht. Schilde auch nicht. Kopfbedeckung auch nicht. Brustpanzer auch nicht. Handschuhe auch nicht. Ignorieren. Talismane auch nicht. Hier auch nichts. Da. Verbraucht Fokuspunkte, versprüht einen Geisternebel. Sowas von unnütz. Tatsächlich ignorieren, ja. Gab's hier vorne keine? Vielleicht sieht es aber toll aus. Soll ich es mal benutzen? Ich kann es ja benutzen. Okay. Ah, und jetzt ist es sogar verbraucht. Nee, das hat einfach alle meine Fokuspunkte gefressen. Okay. Was? Oh Mann. Ja, gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich soll mich doch eigentlich mit Blade treffen. Was mache ich denn hier bei diesen Angeistern schon wieder? Das ist doch alles Unsinn jetzt. Ich habe mich ablenken lassen. Ich wollte mich mit Blade treffen. Bisschen versucht unter die Brücke zu gucken, aber da ist nichts. Das ist jetzt eh schon eine super lange Folge. Aber ich wollte noch ein bisschen weiter zocken. Ich wollte einfach noch eine Runde zocken. Deswegen habe ich ein bisschen länger gemacht. Ich vermute mal, dass ich irgendwie darüber muss. In diese Kirche und diesen... dass es dort weitergeht. Ja, direkt hier gegenüber. Aber wie komme ich da hin? Da sitzt auch eine große Gestalt. Von da oben bin ich gekommen. Jeder Boss ist Pflicht. Ja, ich mach den schon noch, aber muss ich ja jetzt nicht jetzt machen, oder? Soll ich mir mal angucken, meinst du? Oh, das war knapp. Wollen wir mal kurz einen Blick reinwerfen? Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ist es lebendig? Ist das eine riesige, lebendige Kreatur? Oder ist es tot? Oder vielleicht ist es sogar nur aus Stein gemeißelt? Ich weiß es nicht. Mein Pferd sagt, ich habe Hörner, ich bin kein Pferd. Okay. Keine Ahnung. Wie komme ich darüber? Ich weiß es nicht. Es ist spät. Leute, ich bin auch schon 8 Stunden dran. Es ist spät. Ich gucke mir jetzt nochmal schnell kurz den neuen Ahnengeist an. Wo ist spät? Also 1 Uhr finde ich schon. Wieso liegt hier ein Ahnengeist, der aber wohl noch nichts kann? Aber der hier. Hab auch nicht viele Runen, deswegen alles easy.
Könnte ich... Würde es Sinn machen, hier das große Schwert zu verwenden? Damit ich ihn treffen kann? So, ein paar neue Tricks heißt es. Ich bin gespannt. Es ist auch ein königlicher Ahnengeist. Ich glaube, der andere hieß nur Ahnengeist. Autschi. Ups. Er ist ein bisschen... Ist er schneller? Sind die Sachen schneller, die er macht? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass er ein bisschen schneller ist. Wom, wom, wom. Ich glaube, der andere hat mit dem Geweih langsamer getan. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das Buttermesserchen, ja, ja. Ich bin selber schon. Ach, das ist saublöd. Was ist das? Was machst du? Was soll das? Wieso bist du gestorben? Und warum zum Teufel erscheinst du da hinten neu? Und was ist hier? Warum sind hier Schafe und Viecher? Gehen die mir jetzt auf den Sack? Ein Buttermesser. Ach, come on. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er heilt sich, aber ganz anders. Ah, dieses dämliche Buttermesser, damit treffe ich halt auch nichts, ne? Warum musst du jetzt am anderen Ende des Schlachtfelds auftauchen? Das ist doch auch nervig. Wie er sich geheilt hat, aber so richtig. Aua. Aua. Sag mal...
Na komm her. Können wir dem Ganze jetzt, dem Ganzen jetzt ein Ende machen? Entweder du mir oder ich dir. Aber bitte nicht nochmal so hart heilen. Da wäre ich dir wirklich dankbar. Mist. Schade. Wäre natürlich schön gewesen, am Ende einer so langen YouTube-Folge. Twitch, bleibt noch kurz dran. YouTube. Dankeschön, dass ihr mich dabei beobachtet, wie ich versage und mich freue und gewinne und alles durcheinander. Und schön, dass ihr am Start wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.